Kommen wir nochmal da hoch. Nee. Irgendwie können wir doch da hoch. Bitte. Irgendwann. Irgendwann kommen wir auch da hoch. Ich muss erstmal die Lage checken. Okay, wenn wir hier... Das ist wahrscheinlich unser Ausgangspunkt. Da müssen wir... Durch das Ding kommen wir... Ach nee. Da kriegen wir da erstmal so einen Wirf, aber wir müssen erstmal da lang. Und da müssen wir auch irgendwie ein Portal dahin bauen. Ich glaube, das können wir am besten mit dieser Plattform hinbekommen. Okay, dann katapultiere mich mal wieder in die Decke. Jetzt. Sehr gut. Jetzt haben wir da einen. Und ich glaube, hierfür können wir ja den kürzeren Weg nehmen. So. Oh. Dann wohl doch lieber den anderen Weg. Ich glaube, der ist besser. Macht sich bestimmt einfach viel besser. Zackeli zack. Da haben wir ihn. Das Ding, was wir brauchen. Und das müssen wir wahrscheinlich... Genau, dann stehen wir jetzt nämlich vor den nächsten Problemen. Es muss genau hier reinleiten. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel hier ein Portal durch. Und hier durch machen. Und der trifft wahnsinnig genau drauf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Das Ding da oben ist jetzt offen und bietet uns einen Zugang. Aber wir müssen erstmal da hoch. Und deshalb springen wir mal wieder an die Decke. Unsere heißgeliebte Decke. Wo wir mal wieder mit Highspeed! Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Meine Güte, mach doch keine fetten Witze. Und dann, ja... Einfach nur da ein Portal. Da ein Portal. Und wir können hoch. It's so easy. But Capo 94, you are an idiot. Gut, dass noch kein Englischsprachiger meine Videos angesehen hat. Wäre aber trotzdem eine schöne Vorstellung. Dieses Video ist nur für Deutsche. Ich habe nichts gesagt. Absolut nichts. Genieß den Atem. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Mhm. Vom Reh. Vom Reh will sie mir erzählen. Da oben ist wahrscheinlich eine Ausgabeplattform. Da sind auch solche Springerplattformen. Die wollen sich ja dann noch aufbauen. Und da oben ist ein Würfel. Und da unten können wir Portale aufbauen. Okay, wenn ich hochspringe, was passiert, wenn ich hochspringe? Dann bin ich genau... Oh. Mein alter Erzfeind. Dieses Level. Ich glaube auch erstmal Ewigkeiten nicht kapiert, was man da machen muss. Der Würfel führt da rein. Und dann könnte man theoretisch auch da durch. Da hoch. Hm. Komme ich irgendwie dahin? Wenn die Dinger mal die Würfel in Ruhe lassen würden. Offenbar kommen wir ein bisschen schlechter hoch. Huch. Ich hätte mich fast erschrocken. Ja, wunderbar. Ich komme ja auch so oder so da hoch. Aber irgendwie muss es doch einen Zugang dahin geben. Ein kleines Stückchen dahin. Nee, offenbar nicht. Ah,
Ach ja. Ja, wir kommen wegen diesen Dingen nicht so leicht nach oben. Dann könnten wir nämlich da dran stoßen, dann sind wir noch einen Tuck höher. Und um das erstmal zu erreichen, müssen wir wahrscheinlich diesen Laser erstmal unterbrechen. Dafür brauchen wir diesen Würfel, wo wir sinnvollerweise mit diesen Portalen dahin kommen. Haltet einfach die Fresse. Der Laser macht mir irgendwie Sorgen. Yo! Gib mehr. Ich glaube, so leicht kommen wir gar nicht rüber, oder? Gut, Würfel, komm mit mir. Zur Seite und... Jetzt springen wir hoch. Jetzt unterbrechen wir dich. Ah, von da kommt das. Achso, hier muss das auftreffen. Wunderbar. Stellen wir mal dahin. Jetzt können wir nämlich erstmal da durch. Dann da durch. Bam. Wir können trotzdem noch nicht höher, aber wir können etwas da ganz nach unten. Und dann ist die direkt bei uns. Jetzt müssen wir den Laserstrahl da unten ableiten. Das sehe ich schon an den Portalen hier. Wir müssen orange schießen. Dafür muss ich blöderweise nochmal da runter. Nee, wenn ich den Würfel da unten wieder wegmache, dann können wir wahrscheinlich nicht mehr wieder da hoch. Ach, ich Idiot. Ich bin ein Vollidiot, wisst ihr das schon? Dass wir sogar nicht sterben, wenn wir hier runterspringen. Ich glaube, GTA 4 wären wir schon längst gestorben. In Half-Life wären wir bestimmt schon längst gestorben. Genau hier wollte ich doch gar nicht hin. Und wir können... Ach. Nee. Das können wir gar nicht machen. Wie soll man das Ding umleiten? Verstehe, verstehe. Okay, machen wir nochmal da. Ach, das zweite weiterhin unten. Das ist doch gut. Müssen bloß den Würfel mitnehmen. Ich hatte da schon meine Bedenken. Wie gesagt, ist ein bisschen lange her, als ich das mal gespielt hatte. Und schon sind wir drüben und können die Würfe ablegen. So. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Okay. Ich weiß nicht, warum ich da vorhin gespeichert habe. Deshalb mache ich jetzt nochmal einen Quick Save und... Mache erstmal Pause an dieser Stelle. Eine kleine Aufnahmepause. Wird wahrscheinlich mir sehr gut tun. Dann müssten wir in der 11. Kammer sein, wenn wir dann weitermachen. Tja, dann versuche ich mal mein Glück im zweiten Teil von Portal mit der allerersten Aufnahmepause. Also, entweder geht's jetzt locker, flocker weiter, flüssig schön, oder ich mache da einen Cut. Also, entweder bis gleich. Oder ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, damit sind wir wieder zurück bei Portal 2. Wir sind ja an diesem Punkt stehen geblieben. Dann gehe ich doch einfach mal in den Fahrstuhl rein. Geht schon mal richtig weit nach unten. Wow. Ich begrüße euch dann zum Ladebildschirm von Portal 2 bzw. von Aperture Laboratories. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir überhaupt waren. Das ist nämlich lange her. Das ist das Hardlight Bridges. Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich will es gar nicht wissen. Nummer 11. So weit sind wir schon. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Okay.
aber wir können zumindest auf den drauf. Das sind diese neuartigen Brücken. Und da oben war gerade eine Nachricht, dass jemand ein bestimmtes Spiel spielt. Ich lasse es zur Werbung mal lieber da. Ah, lieber Yiyachi, das musst du dir antun. Okay, da dürfen wir leider nicht rein, aber ich wüsste zumindest, was wir tun können. Ich glaube, mitten rein dürfen wir nicht laufen. Können wir auch nicht. Nein, ich wüsste nicht. Doch, ich wüsste was. So, wir haben uns ja jetzt ein Portal gebaut und ja, mit den Dingern können wir Brücken bauen. Das ist doch super. Und was soll hier denn bestimmtes rausfliegen? Ach so. Wir müssen uns irgendwie Brücken dahin bauen. Das können wir nur dank dieser Portale. Ach so, wir haben jetzt das Ding dauerhaft aktiviert, dass jetzt dauerhaft Würfel rausspringen. Komm schon, Würfi! Dankeschön! So, jetzt müssen wir uns auch irgendwie den Weg zurückbahnen. Oh Gott, ich weiß nicht wie. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Super, vorsichtig. Komm ich denn jetzt da hoch? Ah. Natürlich. Portale. Ich bin auch so clever. Gut, auf damit. Ja, ich weiß leider nicht, wohin mit den Dingen. Ach, da hinten ist sowas. Ah, das ist mir vorher absolut nicht aufgefallen. Okay, dann bauen wir uns doch mal ein orangenes Portal dahin. Dann sollten wir... ja, müsste reichen. Ich müsste wirklich diese Portale ordentlich begreifen. Dann geht's auf jeden Fall. Und meine Güte, guck doch mal. Sieht doch recht ordentlich aus. Ich bezweifle, dass wir hier rüberkommen. Hab ich doch gesagt. Ja, mein lieber Yiyachi, ich weiß, du liebst dieses Spiel. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin nicht nur grausam, ich bin der Tod. Wir haben gerade eine... wie heißen die Dinger nochmal? Ich hab's vergessen. Wir haben auf jeden Fall Überbrückung. Als Achievement. Achievement. Gute Wer weiß, Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! 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 Ach, Wheatley. Okay. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Ja. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Jo. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Oh, wunderbar. Ich kann mich an diesen Test erinnern. Ich habe furchtbar gefailt hier drin.
Ich absolut nicht gewusst habe, was man hier überhaupt machen muss. Okay, wir müssen uns irgendwie wieder eine Brücke bauen. Die gute Frage ist, wie?